Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's mal wieder um ein Pet Battle Achievement. Und zwar finden wir das einmal unter Haustierkampf und dann Kämpfe. Und diesmal wollen wir uns das für die Untoten anschauen. Das schimpft sich einmal Untotenkämpfer der Zaralak-Höhle und dafür müssen wir alle vier Meister mit einem vollen Team aus Untoten 25er Pets besiegen. Dazu bin ich auch schon beim ersten NPC. Mardai schimpft sich die ist hier auf den Koordinaten 65, 49 und gegen die habe ich auch schon ein Team rausgesucht und das ist einmal ertrunkenes Jungtier mit der Skillung 1, 2 und 2. Dann haben wir Schrödingers Katze mit 1, 2 und 1 und dann haben wir noch den geisthaften Welpling mit einer 2, 2 und gut, die letzte Fähigkeit scheint egal zu sein. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in den Kampf. Und dann setzen wir als erstes hier Stacheln ein. Das ist auch, ja, besonders gut, weil der andere hier ein aquatisches Pet ist. Dann müssen wir als nächstes die packende Melodie singen. Da können wir nämlich alle unsere Pets wieder ein bisschen heilen. Der macht nämlich hier ein bisschen AE-Schaden. Dann machen wir als nächstes nochmal Stacheln. Dann machen wir nochmal Stacheln. Dann machen wir nochmal Stacheln. Dann machen wir es nochmal. Wir werden jetzt die ganze Zeit Stacheln einfach durchziehen. Zwischendrin können wir jetzt packende Melodie nochmal ziehen, um die ein bisschen hochzuheilen. Würde er uns dann gleich töten? Na, einmal können wir es vielleicht noch durchziehen. So, jetzt sind wir in der Undead-Phase. Also wir sind jetzt einmal gestorben, haben jetzt noch eine Fähigkeit über. Jetzt können wir diesen Dot aktivieren. Da opfern wir uns nämlich selber und geben auf dem anderen Dot drauf. Wir würden jetzt eh in die nächste Phase sterben. Der ist jetzt gerade reingespawnt, kriegt jetzt schön den Dot ab. Und jetzt gehen wir zur Schrödingers Katze rüber. Und können als erstes hier die Dunkelheit aktivieren. So, jetzt ist nämlich hier quasi geblendet alle Pets. Und jetzt können wir den Geisterstoß reinhauen. Und der trifft nämlich immer, wenn hier ja geblendet oder von der Dunkelheit aktiv ist. Das hat jetzt auch schon gereicht und dementsprechend ist er down gegangen. Also war eine relativ easy Sache. Ersten haben wir damit auch abgehakt. Dann sind wir beim nächsten Meister und zwar befinde ich mich jetzt hier auf den Koordinaten 52, 65 bei diesem Troll hier und ich spiele jetzt mit folgendem Team. Einmal haben wir Trainer dabei, dann haben wir als nächstes noch die verfluchte Böhmerkatze und Schrödingers Katze und von den Fähigkeiten sind wir bei 1, 2, 2 und hier sind wir bei 1, 1, 2 und hier sind wir bei 1, 2, 2 und dann würde ich sagen, starten wir durch. Als allererstes hauen wir jetzt mal den Hieb rein. Dann machen wir als nächstes hier Quetschen. Und dann hauen wir den Griff rein. Nochmal. Nochmal den Griff. So, dann hauen wir hier nochmal den Griff rauf. Und hops. Eigentlich ist jetzt vollkommen egal, was wir drücken, ne? Könnte auch theoretisch passen. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass das Vieh stirbt. Und dann switchen wir mich zu unserer nächsten Katze. So, dala. Würmerkatze. Und jetzt ziehen wir einfach die Combo aus Schleichen. Der Dunkelheit.
So, dann gehen wir jetzt einmal mit Anspringen rein. Dann nochmal. So, und jetzt müssen wir eigentlich, jetzt ist eigentlich egal, die stirbt jetzt eh gleich, aber wir switchen jetzt einfach zur Schrödingers Katze. Okay, dann zwei Runden warten. Einmal schleichen. Und jetzt machen wir den Geisterstoß. Jetzt ist nämlich der Debuff hier weg, wie ihr seht. Kann ich einfach durchbredeln. Jetzt müssen wir anspringen noch machen. Und er geht down. War eine knappe Kiste, aber hat noch gepasst. So, okay. Dann haben wir den Kampf auch gewonnen. Dann kommen wir zum nächsten Meister. Und zwar haben wir hier diesen Drogbar Orlok. Und der ist hier auf den Koordinaten 45, 81. Und dort habe ich mir jetzt schon ein Team rausgesucht. Und zwar haben wir jetzt hier das nächste Untoten-Team. Einmal mit Fetzi, dann geisterhafter Welpling und die Geisterkrabbe. Und hier haben wir jetzt die Fähigkeit 1, 1 und gut, die, 2, die letzte ist egal. Dann haben wir hier 1, 1 und 2. Und dann haben wir 1, 1 und 1. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Übrigens, die Fähigkeiten sind hier ein bisschen random von ihm. Wir müssen jetzt halt hier so nach einer halben Prio-Liste vorgehen. Also wichtig ist, wir wollen eigentlich immer den Superbällen das auf CD draufhauen. Damit machen wir nämlich relativ viel Schaden. Sonst hauen wir halt einfach die Klaue drauf. Wirbeln wir jetzt halt hier komplett durch. Wenn er abgetaucht ist, können wir passen, weil wir greifen halt das erste an. Das ist halt RIP. Dann nochmal. Also noch ein letztes Mal draufhauen. So, okay, der ist jetzt schon mal down. Jetzt beim nächsten Pet hauen wir halt auch wieder Superbällen einmal drauf. Jetzt dann eh gleich abnippeln. Dann machen wir ganz normal die Klaue weiter. Dann nochmal. Das, was wir jetzt gestorben sind, wir werden ja einmal gerätzt. Und dann noch ein letztes Mal. Dann sind wir da einmal down. So, dann gehen wir auf den Welpling. So, jetzt müssen wir mal gucken, was er als nächstes einsetzt. Damit können wir halt hochfliegen und dementsprechend... Nee, das... Genau, da können wir einmal den Debuff umgehen. Aber ich denke mal, das dürfte nicht notwendig sein. Machen wir hier mal die verbrannte Erde rein. Das müssten wir eigentlich töten. Jawollo. Dann kann er mir den Debuff nicht mehr geben. Dann machen wir es jetzt so, dass wir einmal die Verwüstung machen. Oder verwüsten. Ah, seht ihr, und wollte mich nämlich jetzt chargen. Jetzt konnte ich da ausweichen. Da wirst du nämlich eventuell gestunt. Das ist immer ein bisschen blöd. Gut, jetzt ist hier abgetaucht. Wird jetzt eigentlich passen. Ja gut, ob du das eine oder das andere dodgst, ne? Schwierig, hätten wir auch das dodgen können. So, dann hauen wir hier nochmal verbrannte Erde rein. Dann können wir... Achso, ja. Also als nächstes hauen wir jetzt verbrannte Erde rein, nachdem wir gerätzt werden. Atem. Dort drauf. Okay, dann sterben wir jetzt. So, und jetzt machen wir einfach hier... also wenn... Wenn er jetzt noch ein bisschen mehr Leben hat, dann hauen wir uns den Panzerschild drauf. Ne? Hat er jetzt aber nicht. Er ist jetzt schon fast down. Deswegen können wir jetzt einfach zweimal schnappen machen. Dann müsste es das eigentlich auch gewesen sein. Eins. Zweites Mal. Wenn er noch mehr Leben hat, dann hauen wir uns das Panzerschild drauf, dass wir von dem Debuff halt weniger Schaden kriegen. Aber das war jetzt hier nicht mehr notwendig. Wunderbar, das lief jetzt halbwegs gut. Wie gesagt, die Fähigkeiten sind ein bisschen random. Deswegen muss man mal ein bisschen anpassen, seine Taktik. Gut, dann zum nächsten. Dann sind wir bei der nächsten Meisterin. Und zwar einmal hier in der Höhle haben wir die Blutelfin. Und die ist hier auf den Koordinaten 38 und 49. Einfach hier in die Höhle reinlaufen. Und ja, ich habe folgendes Team jetzt aufgestellt. Einmal seelengebrochener Welpling. Mit den Fähigkeiten 1 und 2 und 2. Dann haben wir Fragment der Begierde mit den Fähigkeiten 2, 1 und 1. Und dann haben wir die verfluchte Böhmerkatze mit den Fähigkeiten 1, 1 und 2.
Und dann starten wir einmal den Kampf. Und jetzt geht's erstmal los, dass wir uns selber buffen mit Magie verstärken. Dadurch haben wir zwei Runden lang 50% mehr Magieschaden. Dann machen wir den Arkanen Sturm. Jetzt ein bisschen AE-Schaden. Zack. Und dann hauen wir Geisterfeuerblitz drauf. Also, wir können eh nichts anderes machen. Haben wir das? Wir sind jetzt schon ziemlich low. Okay, das lief jetzt nicht gut, aber wir sind ja Untoter und werden einfach wieder geretzt, ne? Nochmal machen und nochmal. Beauty. So. Dann sterben wir. Jetzt brauchen wir das Fragment der Begierde. Und da hauen wir jetzt einmal den Seelenrausch drauf. Dann machen wir Arkaner Schlag. Nochmal. Und nochmal. Er hat jetzt hier am Anfang Kraftzug direkt eingesetzt. Und damit CC't er sich halt selber, ne? Ganz gut für uns. Jetzt machen wir hier nochmal den Arkanen Schlag. Dann Seelenrausch. Wieder einmal geretzt. Und jetzt hauen wir einfach nochmal den Arkanen Schlag drauf. Töten ihn damit und seht, das letzte Pet haben wir gar nicht gebraucht. Damit müssten wir das Achievement fertig haben. Ja, Undead haben wir jetzt auch einmal abgeschlossen, alle vier Meister. Und damit habe ich jetzt, halt, kann ich das nicht runterziehen? Ah, jetzt auch schon vier für das Meta-Achievement. Wenn ihr die anderen auch noch sehen wollt, da werde ich auch Videos zu erstellen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Altala, bis dahin. Ciao.